Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft After Humans. Ich werde mich, nein, noch darf ich nicht, sonst hätte ich gesagt, ich lege mich gleich mal schlafen. Jetzt geht es. Ich habe noch was gesehen und zwar, ich habe ja noch gesagt, oh, es gibt so viele Monster hier. Tja, bloß blöde, dass ich die noch gar nicht eingestellt habe. Hehehe. Das heißt, wir hätten hier schön rumlaufen können. Ups, und uns wäre nichts passiert. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier, wo wir jetzt nun was bauen. Ich würde mal was noch weitergehen. Wie die so diese Linien hier sind, ich habe es noch nicht lösen können. Das hatte ich vorher gar nicht. Ob das, ich weiß nicht, ob das jetzt mit daran liegt, dass ich aufnehme. Falls jemand schon eine Antwort weiß, kann er mir gerne informieren. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon rausgefunden. Hier diese roten Linien, die ja irgendwie den Chunk so ein bisschen anzeigen. Ich hatte mal irgendwann, wusste ich mal, wie man diese Sachen ein- oder ausstellt. Ah, ich habe das auch schon wieder vergessen, muss ich sagen. Ganz einfach zugeben. So, jetzt sind wir Monster an. Das heißt, wir können auch auf Monster treffen. So. Aber erstmal mal ein bisschen durchgucken. Ja, was wir hier noch haben, das sehen wir da hinten an diesen Stellen. Es gibt Orte, an denen Meteoriten abgestürzt sind. Und diese Meteoriten liegen da in der Mitte. Wir können uns das Ganze auch mal angucken. Bringt uns im Moment aber noch rein gar nichts, denn diese Meteoriten haben natürlich ein spezielles Gestein und das ist ziemlich stabil. Und eine einfache Spitzhacke, so wie wir sie im Moment haben, wird uns da nichts bringen. Hier haben wir sogar ein wirklich sehr großes Exemplar. Die gibt es hier ganz verteilt überall auf der Welt. Ja, aber im Moment noch nicht so interessant. In dieser Mitte von diesen Meteoriten können wir Sachen finden. Ja. Und zwar ganz wichtige, komm her, ganz wichtige Sachen, wenn wir später Dinge automatisieren wollen, zum Beispiel. Ja. Aber das werden wir noch rausfinden. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hasse, dass diese Linien hier zu sehen sind. Das ist doof. Das muss ich unbedingt jetzt in der nächsten Aufnahme mal ändern. Ich weiß nicht, woher das kommt. So. Manchmal sind sie zu sehen, manchmal auch nicht. Hier ist schon wieder Kohle, das könnten wir noch mal mitnehmen. So. So. Okay. Dann würde ich mal wirklich sagen, wir bauen unser erstes Haus hier oben, vielleicht auf dem Berg, damit wir schon mal die ersten Sachen anfangen können. Ein bisschen Erde brauchen wir sowieso nachher noch. So, der erste Spitzhacke ist auch schon, die zweite ist jetzt schon gewesen. Ist schon kaputt. Ein Blümchen in die Hand. Stecken wir mal hier rein. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ihr seht, oh, hier ist schon wieder Metall. Ein bisschen Kupfer. Wie gesagt, Kupfer ist jetzt noch nicht wirklich das Stabilste. Kann man sich eine Rüstung draus bauen? Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir auch den Ember kriegen. Immer noch nicht. Kriegen wir auch erst mit Eisen. Alles klar. Hier oben. Müssen wir mal gucken. Hier oben in der Ecke vielleicht. Dass wir uns mal platzieren. Dann haben wir hier hinten. Oh, das sieht auch geil aus. Dann haben wir hier. Sieht komisch aus. Dann haben wir hier Gesteine zur Verfügung. Wir haben, oh, das ist gut, das ist wichtig, Gravel oder Gravel. Gravel brauchen wir auf jeden Fall auch. Für eine ganz bestimmte Sache, und zwar für den Tinkerofen, brauchen wir Sand, Sand, Gravel und, piss dich mal. Und wir brauchen auch. Wie hieß es jetzt noch? Blue Schiss? Nee. Da haben wir so eine Stele übrigens. Nicht wundern. Das sind so eine. Oh. Und dort haben wir ein.
Ein Okkultismusplatz, würde ich mal sagen. Und manchmal sind dort auch Leute, stehen dort auch Leute, um Okkultismus zu fabrizieren oder durchzuführen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau beschreiben soll. Kann man zerstören, die Dinger? Muss man nicht. Genauso wie diese Stelen kann man machen. Die haben um sich herum so ein bisschen dunklen Boden, das heißt so ein bisschen das Böse. Ja, noch nicht so interessant, denke ich mal, für uns jetzt, da wir immer noch am Anfang stehen. So, was hier auch neu ist, dass diese Kupfer oder generell einige Metalle auch in Gravelform vorliegen können. Dafür brauchen wir aber dann, oh, hier sind vier von den Berry Gardens. Dafür brauchen wir dann aber auch mal eine Schippe. Aber die werden wir uns jetzt auch mal erstmal erstellen. Ich glaube, ich werde hier erstmal ein bisschen Erde freikloppen. Und dann haben wir schon mal das erste, den ersten, immer die beiden Öfen noch daneben. Dann haben wir schon mal hier so eine kleine Küche. Ein bisschen Lignit hier rein. So, und da rein. Dann können wir hier schon mal ein bisschen. Und wir werden uns mal schnell eine Schaufel machen. Vielleicht gleich zwei. Dann können wir nämlich schon mal ein bisschen anfangen, hier was wegzuräumen. Dann brauchen wir, da hinten ist noch Kohle, das ist gut, aber die lassen wir erstmal noch liegen. Dann brauchen wir noch, das ist schon drin. Können wir noch mal ein bisschen Fleisch machen. Zack. Noch mehr rohes Fleisch. Eine Kiste bräuchten wir noch. So, eine Kiste können wir gleich mal machen. Also gleich mal eine große, doppelte. So, zwei Kisten und die müssen wir dann hier mal hinstellen. Oh, ich muss unbedingt was essen, ihr seht schon. Und das mache ich sofort mal. Und jetzt, wenn wir arbeiten werden, das heißt, wir werden dann auch eine ganze Menge an Energie verbrauchen. Deswegen futtern wir uns mal kurz satt und packen hier ein paar Sachen noch mit rein. So an Vorrat. Das brauchen wir gleich zum Bauen. Das brauchen wir, es ist Holz. Die Holzsachen können wir mal mit reinnehmen. So. Okay, dann Mana-Bohne, naja. Ich würde fast noch eine Kiste mit Futter. Ziggy. So, Ziggy. Ziggy ist unsere Ziege. Und Ziggy nervt uns gerade ein bisschen. Aber egal. was wollte ich denn jetzt machen? Erstmal eine Fackel hier hin. So. Und noch eine Kiste wollte ich machen. Und zwar für. Zack. Für Verpflegung. Damit wir dort auch mal Vorrat haben. Dann kann ich die gleich wieder wegnehmen. Mal her. Und zwar. Bei Ziegen ist es übrigens gefährlich, man darf dort keine Sachen einfach hinwerfen, wie zum Beispiel irgendwelche Gesteine oder irgendwelche anderen Sachen, weil diese die dann sofort wegfressen würden. Irgendwas klingt hier komisch. Das mal alles auspacken hier. So, dann werde ich nämlich nachher auch gleich mal die ersten Felder aussehen oder erstellen, aber das muss ich erstmal, dazu brauche ich erstmal ein bisschen Erde. Okay. Das kann rein. Die kommen jetzt in den Ofen. So. Zack. Und ein Pferd haben wir da auch noch. Du machst wohl so einen Krach, oder? So, das. Ah ne, ich habe noch ein paar Sachen hier.
Was wollte ich jetzt machen? Abbauen wollte ich? Ich wollte mein Bett hier hinbauen. Das heißt, wir werden jetzt uns hier ein bisschen sesshaft machen. Eine Fackel hier hin, damit nicht zu viel passiert in der Ecke hier. Und da auch noch eine. Pferde dürfen dort gerade so noch mal grasen, aber ich brauche ein bisschen Erde jetzt. Und das heißt, wir fangen an mit ein bisschen Terraforming. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir damit. Die können wir also auch abbauen. Die kann man übrigens auch einschmelzen, ganz genauso wie Metall, Gestein, was wir sonst in den Höhlen immer so finden. Ich lass mal diese Beeren noch ganz kurz da, bis wir geschlafen haben. Und dann können wir die nämlich auch in die Kiste packen und wenn wir dann mit der Landwirtschaft beginnen, werden wir die alle mal schön aussehen. So, jetzt beginnt der langweilige Teil, nämlich das Terraforming. Leute, die viel Minecraft schauen, kennen das Ganze natürlich schon oder selber Minecraft spielen. Die kennen das Ganze natürlich. Ich werde mal zwischendurch schlafen. Oh, ich war ein bisschen, hoffe, es ist nicht zu spät gewesen. Aber ich will natürlich vermeiden, dass wir hier auf Monster treffen. So, noch jedenfalls. Später müssen wir natürlich ein paar treffen. Ich glaube, den Okkultismusplatz werde ich gegebenenfalls mal zerstören später, aber das machen wir mal später dann. Erstmal brauche ich Erde. Warum brauche ich Erde? Nämlich, um Felder zu erstellen. Denn Landwirtschaft, Erde wird benötigt, um Landwirtschaft zu machen. Das ist logisch. Brauche ich auch nicht großartig zu erörtern. Was wir noch brauchen, ist Wasser. Das heißt, wir müssen irgendwie erstmal Eisen finden. Mit Eisen kann man nämlich dann Wasser transportieren. Das können wir so leider nämlich noch gar nicht. Wie weit geht denn das hier noch? Ein bisschen noch. Und aus Eisen können wir nämlich Eimer herstellen, mit denen wir dann Wasser transportieren können. Das heißt, wir brauchen mindestens 3 Stück Eisen. Aber erstmal bereiten wir die ganze Erde vor, den Boden. Ja, so. Warum ist Minecraft eigentlich so beliebt? Ich hätte damals, wurde ich auch gefragt, als ich noch die ersten Let's Plays hochgeladen habe, wurde ich auch mal gefragt. Da ging es mit Minecraft irgendwann los. Ja, willst du nicht auch mal Minecraft machen? Minecraft ist total toll und viel geiler und sowas. Und ich so, hatte da vorhin von Minecraft, aber ehrlich gesagt, muss ich zugeben, noch nicht viel gehört. Und was ich dann also bei Let's Playern so sehr, hat mich irgendwie noch nicht zum Mocker gerissen. Ich bin jetzt kein Grafikfetischist, ihr wisst, ich habe auch ein paar eher ein Retro-Let's Plays gemacht, die mit einer einfachen Grafik zustande oder zu Rande kommen. Das heißt, das war jetzt nicht so das Hauptproblem, aber irgendwie hat es mich nie erst oder damals jedenfalls noch nicht ja, gefesselt. Und irgendwann, nach ein paar späteren Jahren, hatte ich glaube ich schon aufgehört mit Let's Playen, selbst zu Let's Playen. So, meine Schaufeln sind kaputt, ich mache mir mal schnell neue. Dann habe ich ein Let's Play gesehen und zwar bei Looks Like Link, der ja eigentlich sonst so Zelda Let's Plays macht. Hallo Pferd. Und habe, ja, der hatte das zwar auf einer anderen Konsole gespielt, glaube auf irgendeiner Microsoft-Konsole, Nintendo. Und das habe ich mir einfach angeguckt, immer schön zum Einpennen und so. Und irgendwie fand ich es, habe ich dann einen Gefallen dran gefunden, da das Ganze zu bauen und habe mir das Spiel dann einfach mal, das Originalspiel, aber für PC, weil ich ja doch eher mit PC spiele, schenken lassen. Und das war vor, lass mich überlegen, vor 2 Jahren erst, glaube ich sogar, ne? Also schon gar nicht so lange her. Ein bisschen mehr als 2 Jahre vielleicht. Und seitdem. Nee, 2 Jahre. Seitdem spiele ich Minecraft. Selbst erst mit den normalen so und irgendwann habe ich mir auch die Let's Plays von Gronkh und so dazu angeschaut. Auch das Aktuelle, was er macht mit After You und so weiter und so fort.
und spiele seitdem auch mit vielen Modifikationen. Muss aber auch zugeben, dass ich bis jetzt selbst noch nie im Netzwerk gespielt habe. Das heißt, immer nur allein auf irgendwelchen Karten. Aber ich habe letztens bei einer Familienfeier meinen Cousin getroffen, ja, den ich hier auch ganz lieb mal grüße, falls er mal sich mein Video anschaut. Und mit dem habe ich eigentlich mal abgemacht, weil er nämlich mit seinem Freund schon auf einem Server spielt. Wir haben dort übrigens unseren ersten Feind, die Spinne. Und da wir es hell ist, wird sie uns nicht angreifen. Es sei denn, wir greifen sie an. Das machen wir gleich mal. Und wir haben unser erstes Monster getötet und sind deswegen ein Monster Hunter. So. Wieder was geschafft. Damit das alles ein bisschen ebenerdig ist, werde ich hier mal die ersten Steine nochmal abbauen. Den Blue Schist. Dort haben wir schon wieder ein bisschen Kupfer als Gravelform. Nehmen wir gleich auch gerne mit. Weil die ersten Sachen, gerade die Pickaxes und ich glaube auch die ersten Hacken für die sogenannten Hoes für die Landwirtschaft, die brauchen wir auch und die können auch nur aus Metall hergestellt werden, wenn ich mich nicht irre. Und die brauchen wir, dafür brauchen wir natürlich dann auch Metall. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Wir haben noch eine ganze Menge Platz, das heißt die Berries werden wir erstmal alle uns hier so Gemüte fühlen. So, das haben wir. Das heißt, die können wir hier mit reinpacken. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge Erdbeeren. Erdbeeren können wir also recht gut anpflanzen. Ja, hier haben wir noch eine ganze Menge Mistmüll da drin. Und ich würde sagen, oh, hier haben wir noch mehr. Ist das dann auch Kupfer? Sieht alles gleich aus. Sieht aus wie Gold. Gold gibt es auch in dieser Form. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall Eisen und Zinn. Was haben wir hier? Bauxit. Kriegen wir das mit dem Kupfer? Ja, kann man auch einschmelzen. So. Ein paar Ressourcen. Wir könnten eigentlich auch mal ein bisschen Eisen hier haben, aber so nett sind sie nicht. Weil sie genau wissen, dass ich das gerade brauche für einen Eimer. Das heißt, wir müssen, wenn wir eine Höhle finden. Minecraft hat genug Höhlen, das heißt, sollte nicht so schwer sein, einen zu finden. Wir hatten ja auch vorhin diesen Spalt in der Erde, den wir durchaus nutzen können. Hier ist noch mehr Kupfer. Heißt, es wird gleich wieder schmelzen. Die Schmelze angeworfen. Da unten ist noch eine Menge an Kohle. Das ist sehr gut. Kupfer. Ja. Was ist das denn da? Haben wir noch also das? Was will ich denn jetzt sagen? So, ich muss mal kurz gucken. 18 Minuten nehmen wir gerade auf. Textilgarten. Da gibt es auch eine Möglichkeit. Hier ist Zinn. Tin. Also Tin. Aber übersetzt natürlich Zinn. Auch Metall. Ah, und genau hier haben wir das Problem. Ich habe jetzt nur 3 gerichtet, weil unsere Ziegen hier uns das Ganze weggefressen haben. Da muss ich natürlich immer aufpassen, wenn ich das Ganze mache. So. So. Die nehme ich mir so auch ein bisschen mit. Für Erde haben wir jetzt eigentlich schon eine ganze Menge. Das heißt, da können wir schon mal gut was mit aufbauen. Ja, ruhig brauner. Ich würde mir gerne ein bestimmtes Netz von kleinen Beeten anordnen. So. 4x4, glaube ich, wäre am besten. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Platz. Und natürlich Erde dafür. Und das machen wir gleich mal. Das Gute hier an diesem Berg ist natürlich, dass es dann auch den ganzen Tag Sonne satt gibt. Schon Karten gehabt, da habe ich mir Plätze erstmal ausgesucht zum Bauen, da gab es viele große Berge,
der wird uns nicht wirklich im Weg stehen, wie es aussieht. Das heißt, wir haben hier super Sonne den ganzen Tag über, dass uns unsere Sachen gut wachsen lässt. So, der nächste Tag ist gleich vorüber. Ihr blöden Viecher, verpisst euch. Entschuldigung. Muss man auch mal aufpassen, was ich ihr sage, denn ich bin ja mittlerweile leer. Und wir gucken natürlich auch Schüler zu, die die vielleicht noch nicht so alt sind und wo man vielleicht auch seine Wortwahl ein bisschen überdenken sollte, auch wenn sie vielleicht rein natürlich ist, wenn man ein bisschen erbost ist, aber naja, ein bisschen belegen kann man sich ja doch, oder nicht? So. Wir sind schon wieder hungrig. Das war ja zu erwarten. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sind 16 Sticks. Die ziehen wir uns erstmal ein paar rein von. Dann sind wir jetzt gesättigt. Der Tag neigt sich auch dem Ende. Wir brauchen neue Spitzhacken. So. Ein bisschen Kohle reinmachen. Lignit ist auf jeden Fall schon mal sehr schnell verbraucht. Kupfer. Ja. Was ist Futter drin? Was ist hier drin? Hier können wir noch die Spinnen. Naja, das andere ist alles Mist erstmal noch. Knochenmehl. So. Die Sonne geht unter und wir verabschieden uns auch gleich. Ich werde noch mal kurz pennen, damit wir gleich wieder Tagesbeginn haben. Und danach, so, sind wir wieder wach. Und ich verabschiede mich im Sonnenaufgang von euch. Bis dahin, ciao.